Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich versuche jetzt mal was Dummes. Hier bin ich gespawnt bei dieser Wasserquelle da hinten. Bin ich so weit gelaufen bis zu dieser Hütte? Ernsthaft? Okay. Eigentlich dachte ich mir, ich laufe mal eben schnell zu der Wasserquelle und hole mir mal eben Wasser. Ach nee, da ist die Wasserquelle. Quick Waypoint. Da ist die Wasserquelle. Da würde ich, wenn es irgendwie geht, gerne hinkommen. Na toll. Oh, vielleicht sieht er mich ja nicht. Bin ich nackt oder habe ich Rüstung an? Okay. Weil ich einfach Angst habe, dass ich den nächsten Tag nicht mehr erlebe, weil ich habe kein Wasser mehr. Ich habe einfach überhaupt gar kein Wasser mehr. Und ich brauche was zu trinken. Und das ist letztlich nur die reine Panik, die mich hier gerade rausbringt. Weil ich werde sonst wohl sterben. Das heißt verdursten, wenn ich nicht jetzt was mache. Oh, mir ist schon wieder so scheiße warm. Okay, ich hoffe, hier unten ist keiner. Und ich hoffe, ich komme hier auch wieder hoch. Und breche mir jetzt nicht die Knochen. Wollen wir mal gucken. Die Gläser habe ich zum Glück dabei. Das hätte man vorher auch mal gucken sollen. Wäre clever gewesen. Nein! Oh nein! Oh, jetzt kriege ich noch Durchfall. Ich habe das gesoffen, das Wasser gleich. Oh nein, herzlichen Dank. Das habe ich. Okay, ich bin nass. Gut, ich müsste eigentlich unheimlich schnell wieder trocknen. Scheiße! Stirb! Stirb! Auto-Distract. Zieht das Zombies an? Ich weiß es nicht. Ich pack's. Da oben höre ich was. Rechts von mir. Oh oh. Okay, und jetzt laufen. Und oh, ich kriege schon wieder keine Ausdauer, weil ich auch noch Durchfall habe. Okay, da, das kann ich allerdings nachvollziehen. Dass das ein Problem ist. Oh, 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 oh. Ich sehe ja schwarz. Ich sehe ja echt schwarz für mich, ne? Aber ich dachte mir, ich laufe nachts los und hole mir Wasser, damit ich es dann kochen kann. Man muss sich ja was einfallen lassen. Ne? Also, hey. Na gut. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich gleich in der ersten Nacht in dem... Ach du Scheiße. Habt ihr gesehen, ne? Da hinten links läuft einer. Ich hoffe, der hört mich nicht stöhnen oder sowas. Also, dass ich nochmal so was überlebe. Ich glaube, das war schon ganz glücklich. Vor allen Dingen, wenn das dieser Typ im weißen T-Shirt ist, der macht mich ja direkt kalt, ey. Nicht? Oh, jetzt habe ich gerade gar keine Ausdauer mehr. Warum? Eben hatte ich doch noch welche. Eben hatte ich doch noch welche. Wo ist dieser Typ jetzt hin? Musste ich gerade pupen oder warum? Und als ich komme auf diese Temperaturanzeige nicht so richtig klar. Aber mir ist es zu warm. Ein gepflegtes Schneebiom wäre jetzt das, was ich bräuchte.
kann doch nicht ohne Rüstung in der Wüste leben. Okay, der rennt da vorne entlang und wird mich hoffentlich nicht bemerken. Boah, okay, also ich fand's spannend. Wasser abkochen. Jetzt unbedingt mal schnell Wasser abkochen. Bottled Water. Can of Tuna. Das geht nämlich alles auf die Hydrierung. Ich habe doch jetzt wahrscheinlich schon wieder. War doch, aber dann esse ich mal eben was. Das zieht mir nämlich auch nochmal gleich was ab. Und dann esse ich die beiden mal. Okay, das hat auch dagegen geholfen. Nee. Ach so. Ha, du bist durstig, trink Flüssigkeiten. Ja, sehr witzig. Okay, können wir machen. Oh Mann, das mit der Toilette ist echt so eine Sache, ne? Und ich kann meine, das mit meinen Klamotten kann ich schon wieder vergessen hier, ne? Vor allen Dingen am Campfire, wenn mir eh zu warm ist. Oh, jetzt muss ich in den Keller, nur weil das Campfire an ist. Ich glaube das eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie weit das reicht da vorne. So, okay. Die Nacht ist aber immer noch nicht um, ne? Wie spät ist es denn? 4 Uhr. Eigentlich dachte ich mir, Geräusche sind übel, ne? Wenn man darüber krabbelt, oder? Ist aber cool, hat was. Aber da zuckst du dann auch zusammen gelegentlich. Pass auf, gleich kommt so ein Screamer und dann bin ich am Arsch. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Und jetzt habe ich nicht nur den Durchfall und das andere. Was habe ich denn hier noch? Wie lange dauert das denn? Infection. Kann ich den Rest auch sehen? Nee. Jaff, honey. You're overheating. You need to rest and find water. Ich überhitze. Ja, das steht da jetzt auch. Ich überhitze ganz einfach. Das ist so krass. Das ist so krass, ey, in der Wüste. Das ist so heftig. Boah, unglaublich. Also. Ich kann jetzt auch schon mal sagen, ich kann mir auch vorstellen, problemlos, dass ich vielleicht auch noch mal neu starte und dann vielleicht nicht in der Wüste bin. Warum zeigt er mir eigentlich hier nichts an? Ach doch, da die Mauskoordinaten. 600. Also ist die Stadt in der Richtung. Na toll. Also wenn ich hier eine Straße finde, bin ich da unten auch gleich an der Stadt. Na, herzlichen Glückwunsch, Bell. Das ist ja genau da, wo du hin willst. Ja, das war ja mein Plan, ne? Eine Straße aufsuchen und. Bin ich blöd? Fehlt mir ein Glas? Ich hatte doch 8, oder? Jetzt habe ich noch 7. Sehe ich das 8. nicht? Wie sehe ich das 8. Glas gerade nicht? Kann mir nicht helfen. Okay, wir machen uns nochmal eine First Aid Bandage. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Und gut, ich heile mich jetzt ja langsam von alleine. Das ist auch schon mal eine gute Sache. Und dann ziehen wir weiter. Und da ich nicht unbedingt damit rechne, dass ich unbedingt zurückkehre, werde ich mir wohl. Das, ja, die Kartoffeln nehmen wir mit. Das Animal Fett, das könnten wir hier lassen. Das wäre nicht so schlimm. Wir haben hier die Kiste. Ich bin auch am Überlegen, ob ich den Schlafsack mitnehme. Oder was ich mit dem mache. Iron Fragments.
Ja, bis ich eine Forge herstellen kann, geht, glaube ich, noch ein bisschen was ins Land, denke ich mir. Die Dose brauche ich auch nicht unbedingt. Das nehmen wir natürlich alles mit. Das Plaid-Shirt könnte ich anziehen mal. Wear. Wear. Ich lasse vielleicht mal die Mäntel jetzt erstmal raus, oder? Ich glaube, ich lasse diese schweren Lederklamotten hier raus. Das ist kein Klima für Leder. So muss man das einfach mal sehen. Und wir nehmen. Öl ist immer sehr selten, ne? Pistol Barrel, will ich das nehmen? Die Tür nehmen wir auf jeden Fall mit. Was lassen wir hier? Ich möchte noch die Möglichkeit haben, ein bisschen zu looten. Wie kann man sich jetzt überhaupt eine Torch herstellen? Tallow, Clothfragment. Kann ich jetzt schon raus? Naja, ab 6, glaube ich, ne? Kann ich raus, habe ich eingestellt. Und den Kochtopf nehmen wir mit. Alles klar. Ich würde sagen, wir machen uns auf die Reise. Das Problem ist, dass ich immer noch nicht abgekühlt bin. Das ist jetzt wirklich ein Problem, dass ich nicht abkühle. Nee, komm. Die steigt immer weiter an. Ich mache den Kopf mal frei. Boah, was gibt's da? Das ist der Wahnsinn. Ich kann mich nicht mal richtig schützen. Okay, es geht los. Ach Mensch, auf die Straße. Ja. Eigentlich wollte ich zur Straße und also ich muss die Straße überhaupt erstmal finden. Das Problem ist aber, dass ich wenn ich hier gleich nach rechts abbiege. Naja, gleich nach rechts abbiegen ist gut. Das habe ich mir jetzt auch anders vorgestellt. Mit dem Weg nach oben. Da hätte ich doch da langlaufen sollen. Okay, wir gucken mal nach, wie wir hier hochkommen. Wir nehmen Steine auf jeden Fall mit und sowas hier. Ja, auf jeden Fall nehmen wir. Ach so, das ist noch ein Vogelnest. Ja, an Federn hat es nie gemangelt, ne? Das hört mich schon mal an wie Westernhagen. Ach, Mann. So wie an Federn hat es mir nie gemangelt. Auch Eiern, dickes Omelett. Ja, wie dem auch sei. Ach, komm, Junge. Okay, das war vorbei. Schwierig. Wo ist dieser Weg, den ich gesucht habe? Da bin ich ja schon drüber. Bin ich ja schon weit drüber. Ich muss in die Richtung muss ich. Ich laufe doch ganz falsch. Oh, hier Huhn, du bist meins. Obwohl ein Huhn. Oh. Das habe ich mir wohl so gedacht, dass das Huhn meins wäre. Das Huhn hat aber ganz andere Pläne für heute. Oh, es ist. Übel mit der Ausdauer. Ich trinke noch mal was. Vielleicht liegt es ja da dran. Ich muss irgendwie sehen, dass ich dahin komme, wo dieser Pfad ist.
Oh, anderes Biom. Oh, wie schön. Oh, wir haben Mais. Bist du einer von den Screamern? Ich glaube, das ist einer von diesen. Ich glaube, das ist die. Problem, glaube ich. Boah, sie ist schnell. Der Spider ist nicht das Problem. Sie ist das Problem. Doch, der Spider ist auch das Problem. Der Spider ruft aber keinen. Ich bin gerade richtig im Stress. Aber wer konnte ahnen, dass wir hier direkt ein attraktives Nachbarbiom haben? Nein, der ist mir echt hinterhergelaufen, soweit. Oh Mann, ey. Okay, dann. Nee, das. Gefühlt werden mir das hier zu viele. Wirklich. Ja, Huhn. Puff. Okay, Fleisch. Okay, die Zombies sind unter mir irgendwo und buddeln sich jetzt schon durch den. Nein! Oh nein! Ich fasse es nicht. Oh Mann. Ich habe alles dabei gehabt. Was machen wir denn jetzt? Ernsthaft, ich bin echt überlegen, ob ich nach den drei Folgen noch einfach mal komplett neu starte. Einfach um irgendwie mal einen anderen. Doch, das mache ich auch. Ich starte neu. Nicht, weil. Ja, weil. Um mal einen Eindruck zu kriegen, ob es dann besser wird. Oder ob es genauso schlecht bleibt. Also schwierig. Das würde mich interessieren. Das würde mich wirklich interessieren, ob die Probleme dann bleiben, ob das Spiel einfach gerade so schwierig ist. Ne? Gut, ich spiele auch noch auf Warrior, aber ich weigere mich jetzt gefühlt auch erstmal mit dem Schwierigkeitsgrad runterzugehen. Ach komm, das bringt ja eh nichts. Was kann ich mir herstellen hier an eine Stone Axe? Okay, immerhin. Die nehmen wir doch glatt mit. Wir können uns das Kill-System angucken machen. Archery, 0 Points available. Cost 2 Points. Kann ich denn jetzt schon? Purchase? Okay.
Okay. Moment, war ich nicht eigentlich schon Level 5? So, aber ganz ehrlich, dann noch der Köter oben drauf und das Hitzeproblem hier ist schon... Das Hitzeproblem und das Ausdauerproblem, das ist ein ganz großes, finde ich. Das ist... Ach was, aber kein Bein gebrochen, sehr witzig. Mal gucken, ob der Köter noch hier ist. Wenn er hier noch ist, dann war es das für mich. Hopp. Den brauche ich. Warum kann ich das jetzt nicht anziehen? Kann ich das nicht tragen, wenn es... Okay, soll mir egal sein. Boneschiff. Okay, hier ist auf jeden Fall gefährlich. So viel ist schon mal klar. Na gut, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich bis hierhin nochmal zurückkomme. Ja, scheiße, da vorne ist die Stadt. Wie ich gesagt habe. Also, in die Richtung geht es für mich nicht weiter. Erstmal, für eine ganze Weile. Ich starte wohl doch noch nicht neu. Ich würde es gerne wissen, aber jetzt... jetzt reizt mich auch die Herausforderung. Ja, Moment, in welche Richtung war denn jetzt die Stadt? In die da, ne? Oh, ein komischer... Ich habe das Gefühl, dass beide Wege zur Stadt führen. Oh, hier, die Laufgeräusche auf Asphalt, die hören sich ja mal geil an. Sie sind ja mal richtig nett. Ich hab... Ei. Okay. Eigentlich ist meine Nachbarschaft gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Aber Wüste ist halt blöd. Ich sollte mich hier im Grasland, das ist, glaube ich, das gemäßigste Wetter, was man haben kann. Gut, ich kann ja erstmal in meinem Haus bleiben und mir im Grasland sonst dann doch was Eigenes aufbauen. Richtig cool hätte ich gefunden, so ein abandoned House zu finden und das dann aufzuwerten. Aber das wollen wir ja wohl alle, denke ich mir, zu Anfang, gerade wo das doch neu ist. Ich bin jetzt Level 2 und ich habe 5 Punkte, die ich verteilen kann. Das ist ja cool. Findet ihr das auch komisch, dass hier keine Zombies sind? Warum habe ich das Gefühl, dass hier gleich noch welche spawnen werden? Okay. Ich habe in erster Linie kriege ich ein Essensproblem, weshalb ich jetzt definitiv, komm, was kommt weg, der kommt weg, so, den Stuhl brauche ich auch nicht. Ich brauche Kakteen, das heißt, ich werde mir jetzt noch mal ein paar Kakteen hauen und ja, weil es ist alles Essen. Und vielleicht kann ich auch die kleineren nehmen. Die gehen vielleicht schneller oder so. Yucca kann man nicht... Nee, Aloe... Yucca? Kann man Yucca essen? Brachte das was? Wir können uns jetzt Golden Rod Tea auf alle Fälle herstellen. Das ist... Wow. Ach, da bin ich und da ist... Ach. Okay. Sollte ich doch mal langsam in Richtung nach Hause laufen, was? Boah, hier sind aber auch Berge, ey. Das ist unglaublich. Ja, das denke ich mir auch gerade, Mädchen. Nun gut, aber das war echt mal ein schwieriger Ausflug, muss ich sagen.
Ja, meine Körpertemperatur steigt natürlich auch wieder. Ich würde sagen, ich muss mir hier erstmal einen guten Vorrat an Stein und sowas zulegen. Aloe Vera ist viel wichtiger für mich. Ich muss mir einen guten Vorrat an Stein und an, na, trinken und essen. Da könnte ich eigentlich das Wasserloch nochmal vor meiner Tür besuchen, vor der nächsten Folge. Oder in der nächsten Folge. Das wäre ganz gut. Okay, aber ihr merkt schon, das Ganze ist deutlich crafting-lastiger als früher. Das wird auch in jedem Let's Play so sein, nicht nur in meinem. Falls jemand sagt, ist ja blöd. Ja, das ist jetzt so 7 Days und ich finde das gar nicht so schlecht. Es ist was anderes. Man muss. Ach, das ist mein Wasserloch gewesen. Ach nein, wirklich. Schau an. Ja, da hole ich mir dann nochmal wieder welches eben. So, okay, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und ich werde dann, ja, nachts, also versuchen jetzt für die Nacht so viel zu sammeln, dass ich mir ordentlich was craften kann. Ist das wieder so einer? Okay, ich würde sagen, dann machen wir mit dem gleich weiter in der nächsten Folge und lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Ich könnte ein bisschen Aufmunterung gebrauchen. Au, au, au. Okay, ist gut. Bis, au, au. Warum kann ich mich denn nicht richtig bewegen? Okay, gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.